Moin und herzlich willkommen zu Auf einen Kaffee mit, den Zoom-Talks zur digitalen politischen Bildung. Heute in der vierten Folge geht es ums Thema Webvideos. Die sind auf jeden Fall ein ziemlich spannendes Medium, versprechen Reichweite, machen es einfacher, komplexe Inhalte interessant aufzubereiten und nicht zuletzt kann man auch selbst mit Jugendlichen und Erwachsenen Webvideos in der politischen Bildung produzieren. Doch was ist eigentlich ein gutes Webvideo? Und welche Kriterien und praktischen Tipps sollte man beachten, wenn man sie in der Bildungsarbeit einsetzen möchte? Darüber sprechen wir heute mit Katrin Hünemörder. Sie arbeitet bei Mediale Pfade e.V. in Berlin und ist im Netzwerk Bewegtbildung.net engagiert. Bei Bewegtbildung.net haben sich Expertinnen aus den Bereichen Medienpädagogik, politische Bildung, dem Creative-Bereich und anderen Feldern zusammengeschlossen, um Kriterien zu erarbeiten, was gute Webvideos sind und wie sie sich einsetzen lassen. Mit der heutigen Folge setzen wir unsere Reihe Auf einen Kaffee mit fort. Zu Beginn der Corona-Krise haben wir uns entschieden, damit einen Raum zu öffnen, um uns über Erfahrungen auszutauschen, wie in der Krise und darüber hinaus digitale politische Bildung gelingt. Denn die Krise zwingt zwar zur Distanz, aber erzeugt auch viel Kreativität. Man könnte sagen, das kollektive Notizbuch unserer Gesellschaft füllt sich gerade rasant mit Ideen, wie wir trotz räumlicher Trennung in Verbindung bleiben, Bildung und Zusammenarbeit neu organisieren können. Die Zoom-Talks dauern jeweils 75 Minuten und bieten viel Zeit für den Austausch zwischen den Teilnehmenden und mit den jeweiligen Expertinnen und Experten. Nicht alles davon lässt sich leider im Mitschnitt transportieren, denn es gibt die Chat-Funktion und die Möglichkeit, sich persönlich ins Gespräch einzuschalten, ebenso wie Breakout-Sessions, also die Möglichkeit zur Diskussion in kleinen Gruppen. Einiges davon transportieren wir über Folien, die dem nachfolgenden Mitschnitt unterlegt werden. Aber am besten seid ihr beim nächsten Mal direkt selbst dabei. Die aktuellen Termine finden sich immer auf unserer Website www.digitalepolitischebildung.de und wir freuen uns, wenn wir weitere Personen in den Verteiler aufnehmen können. Die Zoom-Talks werden moderiert von Annika Gramoll vom Zentrum Gesellschaftliche Verantwortung und von mir, Ole Janschek. Wir sind gemeinsam im Netzwerk der Evangelischen Trägergruppe für gesellschaftspolitische Jugendbildung aktiv. Jetzt geht's los. Was ist ein gutes Webvideo? Auf einen Kaffee mit Katrin Hünemörder. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen, Katrin. Katrin ist Gründungsmitglied der Jugendpresse Deutschland und der Europäischen Jugendpresse und hat schon in ihrer Arbeit immer das Kernthema Jugendbeteiligung seit 1999 bist du in der politischen Bildung. Und hast mir im Vorhinein so ein bisschen erzählt, dass das Interesse für Videos von dir aus dem Storytelling-Bereich kommt. Also wie kann man eine gute Geschichte erzählen, wie kann man damit Kampagnen starten und Erfahrungen teilen. Du hast in ganz vielen Bereichen gearbeitet, auch in Friedensinitiativen und warst im Ausland, also bist da ganz, ganz viel erfahren auf verschiedenen Ebenen tatsächlich. Du hast in den letzten Jahren auch immer wieder das Thema Digitalisierung von Bildung aufgegriffen und bis jetzt bei Mediale Pfade e.V. und da im Webvideobereich tätig und auch bei dem Netzwerk Bewegtbildung.net. Vielleicht ganz spannend, so um sich mal noch weiter darüber zu informieren, was Katrin so macht. Ihr habt letztes Jahr beim Dieter-Barke-Preis auch einen Preis gewonnen, tatsächlich mit dem Projekt How to Influence. Also ein ganz, ganz spannendes Projekt, das man sich wunderbar auf der Projektwebsite, die auch nochmal im Chat kommt, anschauen kann. Genau, aber vielleicht so viel erstmal über dich geredet. Jetzt soll es so dran sein. Deswegen die Frage an dich: Wie bist du denn zum Schwerpunkt Webvideo in der politischen Bildung gekommen? Ja, hallo erstmal. Danke für die Einladung. Voll schön, dass ihr das Thema auch aufgreift, weil ich glaube, das ist wirklich sehr wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen mit Webvideo und politischer Bildung. Und der Grund, warum ich vermutlich auch eingeladen worden bin, ist, weil ich seit ein bisschen mehr als anderthalb Jahren bei Mediale Pfade jetzt, Verein für Medienbildung in Berlin, arbeite. Und wir sind ein Verein, wir machen politische Bildung mit digitalen Medien. Das ist uns ganz wichtig. Es geht um politische Bildung und die verschiedenen Formen und wie wir digitale Medien dafür einsetzen können. Und bei Mediale Pfade bin ich sozusagen im Netzwerk Bewegtbildung dabei. Das ist ein Netzwerk,
was wir zusammen mit der Bundeszentrale für politische Bildung haben und ein interdisziplinäres Netzwerk ist mit ganz vielen verschiedenen Menschen, politischen BildnerInnen, MedienwissenschaftlerInnen, aber auch CreatorInnen, die sich gemeinsam auseinandersetzen, was ist eigentlich das Potenzial von Webvideo und politischer Bildung und wie kann man diese beiden Bereiche, Webvideo und politische Bildung, auch nochmal stärker zusammendenken. Bewegt Bildung heißt es, weil bewegt Bild und politische Bildung, das ist ein schönes Wort. Genau, also daher kommt jetzt mein ganz spezifisches Interesse, meine Arbeit in diesem Bereich, da reden wir ja gleich nochmal drüber. Du hast schon gesagt, politische Bildung mache ich wirklich seit vielen Jahren, immer mit Schwerpunkt Beteiligung und habe aber gar nicht mit Video und eigentlich erst viel später angefangen zu arbeiten, komme eigentlich ursprünglich aus dem Printbereich und habe aber insbesondere in der Arbeit, die ich gemacht habe für meine Friedensorganisation, für die ich gearbeitet habe, eine globale Friedensorganisation, gemerkt, dass es ganz viele Barrieren gibt, wenn man mit viel Text arbeitet und dann einfach sind wir viel dazu übergegangen, wirklich Geschichten zu erzählen von und mit und über die Menschen, mit denen wir zusammen gearbeitet haben, in ganz vielen Ländern in der Welt. Und da ist das Interesse oder dieses spezifische Interesse für Video und Storytelling auf Video eigentlich entstanden und auch wirklich die Wertschätzung für dieses Medium, weil sie ganz viel die Möglichkeit gibt, Perspektiven unterschiedlich darzustellen und wirklich empowernd auch wirken kann. Daher kommt es so. Aber momentan, wie gesagt, arbeite ich beim Netzwerk und hoffe ich, dass ich euch einiges erzählen kann aus meinen Erfahrungen, die ich jetzt sammeln durfte in den letzten 1,5 Jahren. Ja, ganz bestimmt, ganz bestimmt. Uns wird schon jetzt direkt gleich an alle in kleinen Kleingruppen interessieren, welche Webvideos die politische Bildung machen. Schaut ihr gerne und warum? Ich lese hier ganz, ganz viele. Ich mache einfach mal ein paar Beispiele. Also Funknetzwerk in Öffentlich-Rechtlichen, genauso auch wie deinewürde.org und Erklärvideo mit Miss Listen to Go. Den hatten wir bei uns auch. Auch MyLab hatten wir in der Gruppe, also ganz, ganz viele Beispiele, auch direkt mit YouTube-Links, das ist wunderbar. Wir werden den Chat am Ende der Sitzung speichern, sodass es alles auch wirklich nochmal nachvollzogen werden kann. Politikstunde der BPB, Schick Römer, also es sind ganz, ganz viele Ideen aus euren Gruppen. Super. Möchte jemand noch 3 Ideen oder 2 Ideen oder eine super Idee, einen Tipp, den ihr habt, mündlich jetzt gerade nochmal sagen. Ja, Jan. Ganz tolles Video ist mir nämlich gerade noch eingefallen, gehört zum Funknetzwerk. Das nennt sich Kurz gesagt. Das sind ganz kurz aufbereitete Videos zu sehr komplexen Themen. Das ist toll, ich schicke mal den Kanal. Super, danke. Ja, dann ganz, ganz vielen Dank für diese ganz, ganz vielen Tipps. Im Chat, genau, Katrin schreibt auch schon direkt rein. Dann, Katrin, würde ich ganz gerne an dich geben, und zwar mit der Frage, was ist denn nun eigentlich ein Webvideo? Jetzt haben wir ganz, ganz viele gesammelt und jetzt ist natürlich nochmal spannend zu wissen, was sagst du dazu? Genau, ja, das sind schon alles auf jeden Fall mega gute Beispiele für gute Webvideos und politische Bildung. Schön. Das gefällt mir. Was ist ein Webvideo? Genau, ein Webvideo ist ein Video, was öffentlich in den sozialen Netzwerken im Internet ausgespielt wird und zeichnet sich aus durch seine Kommentier- und Teilbarkeit. Das ist eigentlich auch der große Unterschied zu einem normalen Video, wenn man das so will. Also die Möglichkeit, dieses Video weiterzuteilen und sich mit diesem Video in meist öffentlichen Kommentarspalten auseinanderzusetzen und eine Interaktion teilzuhaben. Das ist eigentlich die Definition von Webvideo. Was ist, du hast vorhin ja auch schon mal vom Netzwerk Bewegtbild net erzählt. Warum beschäftigt ihr euch damit mit Webvideos? Ja, das ist, warum beschäftigen wir uns? Das Netzwerk gibt es seit 2015 und ist aus der Idee herausgeboren, dass das Webvideo an sich, es ist ja gar nicht mehr so ein ganz neues Medium, also wir haben ja jetzt schon ein paar Jahre Internet und soziale Medien, aber
die Relevanz von Webvideo für gerade eine jüngere Zielgruppe ist halt einfach unglaublich stark. Also man kann Webvideo eigentlich für eine junge Zielgruppe fast als Leitmedium bezeichnen. Und das ist der Grund, warum wir uns damit auseinandersetzen und auch überlegen, warum Webvideo oder wie man Webvideo und politische Bildung einfach nochmal stärker zusammendenken kann. Man kennt vielleicht die Gym-Studie, die halt sagt, dass 9 von 10 Jugendlichen regelmäßig auf YouTube beispielsweise unterwegs sind oder in sozialen Netzwerken unterwegs sind. Also die Relevanz von Inhalten oder von ja, Bewegtbild ist unglaublich hoch. Und da steckt eine Riesenchance drin, unserer Meinung nach. Und deswegen wollen wir dieses Medium begleiten, kritisch begleiten auch, aus so medienpädagogischer Sicht und aus politisch-bildnerischer Sicht. Aber wir wollen auch von dem Medium lernen und schauen, wie wir es für politische Bildung auch einsetzen können. Und das ist eigentlich das Spannungsfeld. Also es geht zum einen darum, auch wissenschaftlich, medienpädagogisch auf dieses Medium zu gucken. Was verändert sich da? Was sind da so Metathemen? Wie muss man sich auch mit diesem Medium auseinandersetzen und was können wir dann wiederum für Bildung über das Medium vermitteln? Da kommen wir dann in so Themenbereiche, was wir auch letzte Woche besprochen haben, Netiquette, Hate Speech, Fake News und so weiter. Also alles Themen, die sozusagen auch dieses Medium irgendwie mit impliziert, nicht nur, aber auch. Und natürlich die Frage, wie wir das Medium an sich für unsere eigenen Inhalte nutzen können. Und das ist ein ganz spannender Diskurs und auch total wichtig, dass man, dass es wirklich eine Diskussion ist, die nicht abgeschlossen ist, sondern die sich immer weiterentwickelt, weil sich ja auch das Medium unglaublich rasant entwickelt. Plattformen verändern sich. Ganz spannende Frage, dass Webvideo halt auch oft mit einer Plattformfrage verbunden ist, die nochmal ganz spezifische und andere Kriterien, Schwierigkeiten mit sich bringt. Und da bin ich dann vielleicht auch gleich schon so ein bisschen bei dem, was das Netzwerk so zentral auch macht oder gemacht hat und immer noch macht. Wir haben nämlich uns überlegt, was gibt es denn eigentlich für Kriterien für gelingende Bewegtbildung, also gute Webvideo und politische Bildung. Und dadurch, dass es ein interdisziplinäres Netzwerk ist, also wir haben WissenschaftlerInnen und Creator und Medienpädagogen, haben wir uns halt zusammengesetzt und überlegt so, ja, was machen denn gute Webvideos aus? Und haben dann... Kannst du vielleicht ganz kurz, springe rein, nochmal was zu den CreatorInnen. Ich weiß nicht, ob jeder den Begriff vergisst. Gerne. Also ein Creator ist, Creator kommt aus dem Englischen, heißt der oder die etwas kreiert, etwas erstellt so. Also die YouTuber, die ihr jetzt hier auch schon genannt habt in dem Chat, das sind Creator, das sind Menschen, die ihre Inhalte über das Medium Video aufbereiten und damit dann bereitstellen. Also, das sind die Creator. Also Rezo ist ein Creator oder Mr. Wissen to Go oder genau, das sind die CreatorInnen. Wir versuchen das immer so zu gendern, obwohl Creator, weil es aus dem Englischen kommt, nehmen wir es dann doch eigentlich meistens so als Creator. Da ist es immer komisch mit dem Innen am Ende, genau. Das ist halt der Grund, warum wir uns damit beschäftigen, einfach weil es einfach so eine wirklich hohe Relevanz hat und man das nicht außer Acht lassen darf und natürlich auch gut für sich, für uns in unserem Bereich politische Bildung nutzen sollte. Wir haben es auch wieder... was wir aus den Gym-Studien wissen, dass, gerade jüngere Zielgruppen einfach auch in den, also weniger noch zum Beispiel Fernsehen gucken, ne? Weil Menschen, die über einen Internetanschluss und ein wie auch immer geartetes, also ein Handy oder ein Tablet oder wie auch immer verfolgen, haben natürlich die Möglichkeit dann sich on demand, also je nachdem, wann sie es brauchen, wie sie es brauchen, sich dann Inhalte aus dem Netz zu suchen. Und dann finden sie viel Webvideos auf YouTube oder auf Instagram und suchen sich spezifisch die Inhalte, die sie dann gerne konsumieren möchten. Und deswegen ist es wichtig für uns, weil da ein großer Teil unserer Zielgruppe auch ist. Ja, du bist eben schon kurz nochmal darauf eingegangen, dann habe ich dich unterbrochen, nämlich die Kriterien zu gelingender Bewegtbildung. Magst du dazu nochmal was sagen, weil das ja letztendlich so auch die Frage ist in der politischen Bildung oder vielleicht für uns auch, muss ich denn ein Profi sein, also muss ich Creator sein, um Webvideo in meiner Bildungspraxis einzusetzen? Ja, das ist ein ganz klares Jein.
Genau. Aber fangen wir mal vorne an. Das sind jetzt ganz viele verschiedene Fragen und wir beschäftigen uns seit 5 Jahren damit. Also ganz umfassend lässt sich das gar nicht so leicht sein. Also das Erste ist, dass man erstmal unterscheiden muss, will ich Webvideo, will ich mich mit einem Webvideo beschäftigen oder schaue ich auf ein Webvideo als ein Produkt oder als einen Prozess? Das ist schon mal eine Unterscheidung, die muss man, glaube ich, vorher erstmal klar haben, bevor man dann überlegt, was gibt es denn für Kriterien und welches Kriterium ist für mich speziell wichtig in meinem Prozess. Es gibt, wir haben jetzt über die Creator gesprochen, also die Menschen, die auf YouTube Inhalte bereitstellen, die erstellen in den meisten Fällen ein Produkt dar oder stellen ein Produkt bereit. Das heißt, die überlegen sich, ich will jetzt ein Video machen zum Thema XY und dann überlegen sie, wie sie das machen und drehen sie das und dann stellen sie dieses Produkt auf eine Plattform, sei es YouTube, sei es TikTok, sei es Instagram. Und dann gibt es in den meisten Fällen eine Interaktion zu diesem Produkt in den Kommentarspalten, in den meisten Fällen. Dann gibt es aber, das ist jetzt hauptsächlich in vielleicht medienpädagogischen Kontexten oder auch oft in der politischen Bildung der Fall, dass wir eine Auseinandersetzung mit einem Thema mit einer bestimmten Gruppe machen oder wir uns zu einem bestimmten Thema auseinandersetzen und dann in diesem Prozess der Auseinandersetzung ein Webvideo entsteht als ein Produkt des Prozesses. Das machen wir ganz häufig, dass wir einfach, wir haben ein Projekt und als eins der Ergebnisse soll dann ein Video entstehen, was dann wiederum mit anderen geteilt werden kann. Und wenn wir sowas machen, dann fokussieren wir uns ja sehr stark auf den Prozess der Entstehung dieses Videos, dann ist also quasi am Ende das Endprodukt des Videos vielleicht gar nicht so wichtig wie der eigentliche Entstehungsprozess. Und das muss man sich, glaube ich, nochmal gut überlegen, weil was häufig passiert ist, dass wenn wir als Produkt oder wenn wir sozusagen diesen Prozess haben, einen Projektprozess und da ein Video machen und das ein Webvideo sein soll, dann müssen wir immer bedenken, dass wenn wir dieses Video dann hochladen, dass wir dann auch mit bedenken, dass wir dieses Video dann weiter begleiten. Also dass wir das moderieren, dass wir die Menschen, die dann Fragen vielleicht haben zu unserem Video oder sich damit auseinandersetzen wollen, dann auch gut weiter begleiten. Das ist leider was glaube ich, häufig nicht so stark passiert, weil dann ein Projekt zu Ende ist, dann hat man ein Video produziert, lädt das irgendwo hoch und dann ist es da. Und die Menschen, die sich dann damit auseinandersetzen, die werden dann vielleicht nicht mehr weiter begleitet oder abgeholt. Das kommen wir vielleicht zum Schluss nochmal zu, das ist vielleicht schon mal gleich so ein Tipp, aber diese Unterscheidung von Prozess und Produkt ist, glaube ich, relativ wichtig und dann kann man sich, und dann leitet das gleich über zu den Kriterien, die wir entwickelt haben, wie gesagt, in der Diskussion, die dann unterschiedlich wichtig sind. Ein Kriterium beispielsweise für gute politische Bildung mit Webvideo ist unserer Meinung nach Lernziele. Und das ist eigentlich jetzt nichts Überraschendes. In jedem politischen Bildungsprozess setzen wir uns natürlich Lernziele oder überlegen uns, was am Ende für Kompetenzen erlernt werden sollen oder welche Inhalte vermittelt werden sollen. Und das ist natürlich genauso relevant und wichtig, wenn wir ein Webvideo machen wollen. Also was bezwecken wir denn eigentlich mit diesem Video. Das ist vermutlich relativ selbsterklärend. Genauso wichtig ist die Themenwahl. Und da sind wir halt in dem wunderschönen Medium Webvideo wirklich fast gar nicht eingeschränkt eigentlich. Denn jedes Thema, was in irgendeiner Weise im gesellschaftlichen Diskurs oder gesellschaftlich relevant ist, sei es für eine kleine Gruppe von Menschen, es muss ja nicht immer um die Mehrheitsgesellschaft oder die Mehrheit gehen, dann ist es auch ein gutes Thema vielleicht für ein Webvideo. Das Schöne ist ja, dass wir Webvideos, wenn wir sie im Netz bereitstellen, dass sie da sind. Das heißt, sie können in dem Moment, wo sie gebraucht werden, dann wieder abgerufen werden. Und das kann oft sein, dass Themen gewählt werden, weil sie gerade aktuell sind, brisant sind, kontrovers sind und dann vielleicht auch sofort eine Interaktion hervorrufen oder sofort irgendwie in der Diskussion sind. Es kann aber auch total sein, dass man aus ganz anderen Gründen ein Thema gewählt hat, weil es ein persönliches Interesse war, wie auch immer, man das ins Netz stellt und dieses Video dann vielleicht viel später erst relevant wird aufgrund eines Ereignisses, was passiert. Also die Themenwahl ist, da muss ich darüber Gedanken machen, was gute Themen sein können und
gut auch überlegen, aus welcher Perspektive man ein Thema wählt. Häufig ist es ja in unseren Kontexten so, dass wir schon aus privilegierten Situationen heraus auch Themen wählen. Und da ist es wichtig, sich zu überlegen, was könnten denn Themen sein für andere Zielgruppen oder andere Menschen. Zielgruppenorientierung ist selbstverständlich auch ein unglaublich wichtiges Thema für uns als politische Bildnerinnen und als im Bereich Webvideo. Also für wen ist dieses Webvideo bestimmt? Und das ist wiederum auch eine ganz interessante Diskussion. Kurzer Exkurs. Wir produzieren gerade zu diesen Kriterien eine Webvideoreihe. Und in dem Zusammenhang reden wir mit vielen Creatorinnen und Creatern und überlegen, wie diese Kriterien denn eigentlich in der Praxis so umgesetzt werden oder wie Creator das so sehen, was wir uns da theoretisch überlegen. Und gerade was Zielgruppenorientierung angeht, geht das so ein bisschen auseinander, weil die Creator sehr häufig von sich selbst als Zielgruppe ausgehen und Videos machen, die ihnen hundertprozentig gefallen, weil sie sich selbst mit ihrer Zielgruppe identifizieren. Was wiederum total, was wichtig ist, weil zum einen machen sie dann den Content, der ihrer Zielgruppe, mit der sie sich ja identifizieren, gefällt und wo die dann auch ankommt. Was aber in unserem Fall, wenn wir Webvideo machen in der politischen Bildung, häufig nicht der Fall ist. Wir sind häufig nämlich eben nicht unsere eigene Zielgruppe. Und deswegen ist es total wichtig, sich zu überlegen, wer ist meine Zielgruppe? Wo ist meine Zielgruppe und wie spreche ich meine Zielgruppe an? Dann kommen da Fragen rein wie, auf welcher Plattform muss ich denn überhaupt meinen Inhalt ausspielen? Wenn ich jetzt eine Kinder- oder jüngere Zielgruppe erreichen will, dann ist vielleicht TikTok das bessere Medium. 13 bis 17 ist vielleicht Instagram das bessere Medium. Peers oder Kollegen der politischen Bildung, da gehen wir vielleicht auf Twitter. Facebook ist so ein Ding, also ich würde fast sagen, so unter, also 30 ist da nicht mehr, passiert da gar nicht mehr so viel auf Facebook. Das ist dann vielleicht eher für die Gruppen noch relevant. Also das ist eine Frage, eine Plattformfrage, Zielgruppenorientierung. Aber auch, wie kann ich oder muss ich vielleicht sogar meine Zielgruppe in so einen Produktionsprozess einbinden, um ein gutes Produkt zu machen. Weil nur weil ich ein Video produziere und das auf eine Plattform stelle, ist es noch lange kein gutes Video und erreicht noch lange nicht die Zielgruppe. Ganz schnell vielleicht, die anderen Kriterien sind Identifikation, Partizipation, das ist ein relevantes Kriterium gerade in der politischen Bildung, Interaktion, dazu habe ich schon ein bisschen was gesagt, also wie kann ich so eine Interaktion auch gut moderieren, insbesondere im Nachgang. Reichweite ist natürlich ein Kriterium, dass man diskutieren muss. Das ist ja das auch ein sehr spezifisches Merkmal von Webvideo, dass wir eben eine Reichweite generieren, die über unseren normalen physischen Raum hinausgeht. Und Anschlussfähigkeit. Also wie können die Inhalte dieses Videos weitergenutzt werden? Vielleicht das auch sehr relevant für uns. Gibt es eine Möglichkeit, dass andere Institutionen dieses Video nutzen können, dass es vielleicht sogar im schulischen Kontext eingesetzt werden kann? Da kommen dann Fragen auf, unter welchen Lizenzen veröffentliche ich mein Video, kann das weiterverbreitet werden, dann wäre es vielleicht sinnvoll, das unter einer offenen Lizenz zu verbreiten und so weiter. Das sind so Kriterien. Wie gesagt, da gibt es, das ist ein ganzes Pamphlet, was wir da gerade erstellen. Meine liebe Kollegin Birte ist auch hier im Chat, mit der ich da daran zusammenarbeite. Liebe Grüße an dieser Stelle. Mit Mitte, Ende Juni, das kann ich gleich sagen, wird auf der Website Bewegtbildung, auf der schon ganz viele Ressourcen zu diesem Thema auch draufstehen, unter anderem kurz die Kriterien, aber auch Publikationen, die wird gerade umgebaut zu einer Art Toolbox. Das heißt, Mitte, Ende Juni rate ich euch dann nochmal raufzugehen, wenn euch das Thema interessiert, weil dann werdet ihr nochmal viel systematischer auch Publikationen, diese Kriterien insbesondere da sehen und auch diese Webvideoreihe, die die Kriterien nochmal aus der praktischen Sicht beleuchtet. Ja, vielleicht ganz kurz dazu und wenn es dann spezifische Fragen zu einzelnen Kriterien gibt, können wir dann ja vielleicht nochmal drauf eingehen, damit ich nicht so viel spreche. Ja, genau. Ich habe auch schon gesehen, dass einige Fragen aus dem Chat zusammengekommen sind. Ole, magst du dazu was sagen, was im Chat gerade los war? Genau, es gab bisher drei Fragen, die können wir uns nochmal zusammen anschauen. Okay. Das eine hat sie ja genannt, wie sieht die Weiterbegleitung aus, wie können die
Zuschauerinnen Kontakt aufnehmen. Wie soll der Sprachstil sein? Und dann eine Frage, die ich sehr spannend finde, auch aus der Erfahrung, glaube ich, von vielen Bildungsträgern. Kann man ein Video gestalten, das auch als Tagungsbericht gedacht ist? Häufig soll ja auch die Veranstaltung dargestellt werden, oder ist das quasi ein No-Go, weil sich das nicht miteinander verbindet? Also No-Go, ja, aber gut, fangen wir vorne an. Alles spannende Fragen. aufregend. Die Weiterbegleitung, ja, das ist eben genau das, was man sich gut überlegen muss vorher, wenn man Webvideo als Medium einsetzen möchte, dass eben, dass es das Web, wenn man ein Webvideo macht und das per Definition es um diese Kommentier- und Teilbarkeit geht, dann muss man entsprechend das auch einplanen, dass man das leisten kann. Also, dass man die Ressourcen dafür hat, nicht nur dieses Video auf irgendeine Plattform hochzuladen, sondern eben ganz gezielt auch die Kommentare, die dann darauf kommen, die Leute, die dann darauf kommentieren, gut weiterbegleitet und auf Fragen antwortet, nochmal vertiefend vielleicht auf spezifische Dinge eingehen kann. Und das geschieht in den meisten Fällen auf der Plattform selber natürlich. Also wenn wir jetzt größter Kanal, wenn wir ein YouTube-Video machen, dann wäre die Ansprache oder die Weiterbegleitung dann direkt auf der Plattform. Genauso ist das auf Instagram natürlich möglich, wenn wir dort also den entsprechend ein Bild oder ja, einen Beitrag in den Feed laden, vielleicht eine Story dazu, dann würde die Weiterbegleitung direkt im Feed passieren. Da gibt es gute Beispiele dafür, für Instagram spezifisch auf Mädelsabende, da kann man gut gucken. Also die haben sich wirklich auch zum Ziel gesetzt, jeden einzelnen Kommentar zu beantworten und dementsprechend da auf ihre Community einzugehen. Aus der Community kommen ja selber dann vielleicht nochmal gute Hinweise, gutes Feedback. Und dass man wiederum, das ist dann das im besten Fall, das Feedback aus der Community dann aufnimmt, um dann ein weiteres Webvideo zu machen, wo man das dann einbindet. Also das ist eine aufwendige Sache auf jeden Fall. Wenn man das ist tatsächlich, und deswegen muss man sich das auch gut überlegen. Das ist nicht unaufwendig und will gut vorbereitet sein. Da müssen die Ressourcen da sein. Da muss man sich auch überlegen, wieder der Anschluss zu letzter Woche, was passiert denn zum Beispiel, wenn dann auf einmal Hate auftaucht oder wenn Leute irgendwie anfangen zu beleidigen. Also man muss sich auch gut überlegen im Vorfeld, egal für welche Plattform, wie kann ich gleich zu Anfang auch Netiquette einführen? Wie kann ich meiner Community gleich auch klar machen, die und die Sachen sind hier nicht okay. So und so wollen wir miteinander reden. Man hat ja als, wenn man jetzt einen YouTube-Kanal hat oder Hausrecht, also man darf Kommentare, wenn sie beleidigend sind, zum Beispiel auch löschen, wenn man das möchte. Ne? Also das muss man auch im Blick haben, dass man da Instrumente hat, wie man diese Interaktion auch gut für alle dann irgendwie auch angenehm macht, sodass dann auch Mehrwert entsteht. Mhm. Genau, und deswegen muss man sich auch gut überlegen, wie viele Plattformen man gleichzeitig bedient, weil man sagt dann immer, am besten mehr Reichweite generiert man, wenn man viel cross-postet, also wenn man einen Inhalt möglichst auf Twitter, auf Instagram, auf YouTube, auf allen Plattformen raushaut sozusagen, aber dann muss man auch diese Plattform jeweils betreuen und die Interaktion. Also es will sich wirklich gut überlegt sein. Zweite Frage war, wie soll der Sprachstil sein? Und es kam noch eine dazu, die, glaube ich, ganz gut dazu passt. Mhm. Wenn ich selbst nicht zur Zielgruppe gehöre, bin ich dann trotzdem glaubwürdig? Bin ich die Richtige für die Videos oder sollte ich mir nicht lieber jüngere Menschen an die Seite holen? Ja, super Frage, genau. Wir hatten das gerade in unserer Breakout-Session, da hatten wir so ein bisschen darüber gesprochen, Authentizität, so, ne? Das eine ist, und das ist ein bisschen tricky, weil natürlich muss ich mich auch in meiner Sprache, meine Zielgruppe anpassen. Das heißt, im Webvideo, ich möchte halt nicht irgendwie so von oben herab auf die Leute sprechen und so belehrend wirken, weil ich bin ja eben gerade über dieses Medium, also viele Menschen gehen ja auf YouTube oder auf Webvideo, um eben nicht den Lehrerstil zu haben, so von wegen das und das und das und ich weiß es alles besser, sondern sie versuchen das, also sie wollen da eine Konversation, Inhalte auf Augenhöhe erhalten. Deswegen ist es wichtig, da möglichst niedrigschwellig auch Dinge gut zu erklären, möglichst nicht die total krassen Fremdwörter zu benutzen, einfach nur um zu zeigen, dass man sie kennt und dein Publikum vielleicht nicht, weil das ist natürlich total abschreckend. Also da in der Sprachwahl wirklich auf die Zielgruppe einzugehen. Aber
natürlich trotzdem authentisch zu bleiben. Also es bringt jetzt auch nichts, wenn ich jetzt irgendwie als 40-jährige Bildnerin da jetzt die ganze Zeit mache, so, weil das nimmt man mir ja dann auch nicht ab und ist ja auch nicht, also dann fühlen sich ja auch die Zielgruppe verarscht, so, ne? Die sind ja nicht blöd, also nur weil sie jünger sind, im Gegenteil, also ich darf ich sein, ich muss ich sein, ich muss authentisch sein, so wie ich, Kadi, spreche, bubble, bubble, bubble und immer zu viel und manchmal auch irgendwie sprechen, bevor denken und so, aber ich muss die Sachen so erklären, dass meine Zielgruppe sie versteht. Und auch schön ist, wenn man nicht von vornherein alles weiß, das ist was ganz Tolles, irgendwie auch im Webvideo, die Leute mitnimmt auf eine Reise, mit denen zusammen auch ein Thema bespricht, auch mal sagt so, das hat jetzt irgendwie total gar nicht funktioniert. Deswegen funktionieren auch so Formate wie so Selbstexperimente sehr gut auf YouTube, weil die Leute am Anfang noch gar nicht wissen, was da jetzt am Ende bei rauskommt. Und das ist total spannend für den Betrachter oder die Betrachterin, da so mitgenommen zu werden, sich damit voll zu identifizieren. Also das ist, glaube ich, total wichtig. Identifikation ist wirklich ein wichtiges Kriterium bei Webvideo. Das heißt, man versucht, dass die Leute, die einen folgen, dass die sich mit dir identifizieren, entweder als Person, weil sie irgendwie nachvollziehen, weil du vielleicht eine ähnliche Biografie hast oder ähnliche Themen dich berühren, das ist eine Sache. Oder als Institution, weil ich in irgendeiner Weise eine Connection habe, irgendwie eine Berührung habe mit der Institution, die ich kenne und der ich gerne folge. Also das ist wirklich wichtig. Genau, also Sprachstil, Zielgruppen angepasst, aber authentisch. Weiß nicht, ob das... Wir haben noch mehr spannende Fragen. Das eine war ja noch die mit dem Tagungsbericht. Kann man das? Auf jeden Fall. Das ist eine total schöne Art und Weise, um Tagungen zusammenzufassen oder irgendwie Ergebnisse zusammenzufassen. Und zwar, da gibt es ja auch ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Ich habe jetzt gerade was ganz Schönes gesehen von der Böll-Stiftung. Die haben über Graphic Recording Tagungen zusammengefasst. Ist ja auch mittlerweile ein guter, schöner Stil, das auch in Webvideo gepackt, das vielleicht mit einem Audio versehen, das ist total nett. Das guckt man sich später auch viel eher nochmal an als so eine 30 Seiten PDF-Dokumentation. Also ja, keine Frage. Dann gab es noch die Frage, es gibt ja jetzt, und das ist ja vielleicht auch ein Thema, was mitschwingt, wenn man selbst Webvideos macht, wird man ja nie so professionell sein wie die großen Anbieter und es ist auch wahnsinnig schwer, erstmal Reichweite zu erreichen. Gibt es denn etwas zwischen, ich habe nur 40 Views und ich habe 100.000 Views? Ist das realistisch, da hinzukommen? Und zweite Frage war, sollte man auf gute Plattformen gehen wie Vimeo oder muss man sich auf die großen? Ja, gute Fragen. Genau, es gibt total viele aufwendig gemachte Videos politischer Bildung, stimme ich dir zu, oder wer auch immer das, Florian. Und häufig sind gibt wirklich gute Beispiele und es gibt dann aber auch die Beispiele, wo ein politisches Bildungsvideo versucht, krampfhaft alle Inhalte, die in irgendeiner Weise zu diesem Thema passen, da einzubauen, am besten noch mit Lerntafeln. Und das funktioniert dann meistens nicht, ne? Das ist so eine Sache, die ich auch jetzt im Gespräch mit den YouTubern gelernt habe, die dann sagen so, ich hätte total gerne damals irgendwie in der Schule auch so mit Videos gelernt, die mir mal so einen Aspekt von der Sache erklären, so aus verschiedenen Blickwinkeln, aber nicht so dieses irgendwie, wir halten, also so mit Infografiken und irgendwie alles in ein Video geknallt, so boah, das ist, da komme ich gar nicht mit klar. Also da muss man, glaube ich, echt gut aufpassen, dass man wirklich schaut, dass man so Videos auch nicht inhaltlich so total überfrachtet, weil dann verliert man die Leute halt ganz schnell. Ne? Was jetzt so die Klicks angeht, das ist natürlich das ist eine spannende Frage. Ich glaube, es hängt ganz viel davon ab, was das Ziel des Webvideos ist. Wenn es, und da kommen wir wieder auf das, was ich am Anfang gesagt habe, Produkt oder Prozess. Wenn es darum geht, ein Video zu erstellen oder was für eine bestimmte Zielgruppe gemacht wurde, also ein Aufklärungsvideo oder so, dann ist natürlich das Ziel des Projektes auch eine gewisse Reichweite zu haben, weil dafür ist das Video ja erstellt worden. Wenn jetzt das Ziel war, ein Webvideo mit einer Gruppe zu erstellen und den Prozess meinetwegen darzustellen, wie sich diese Gruppe von 20 Mädchen mit dem Thema Verhütung auseinandergesetzt hat oder wie auch immer, dann ist vielleicht die Reichweite, die dieses Video dann am Ende generiert,
nicht so wichtig. Ich sage nicht gar nicht wichtig, weil man macht Webvideo, um Reichweite zu kreieren, aber weniger wichtig vielleicht. Und natürlich gibt es zwischen 40 und 1 Million 999.960 Möglichkeiten, Klicks zu generieren. Und wie macht man das? Ich glaube, das Allerwichtigste, und das erzähle ich jetzt überhaupt niemand was Neues, ist, geilen Content zu haben. Das wird dir auch jeder sagen, jeder YouTuber. Natürlich ist ohne Content keine Reichweite. Und dann gibt es natürlich Tricks, wie man Reichweite generieren kann. Und jetzt kommen wir in die Plattformdiskussion. Das kam ja auch gerade so an. Wir müssen natürlich einfach auch so ein bisschen das Video, wir müssen das Medium kennen, wir müssen auch Plattformen können, also der berühmte Algorithmus. Und gucken, wie funktioniert das. Und ich glaube, dass wir, wenn wir, also da gibt es die Profis, die YouTuber, die auch irgendwie natürlich spezifisch Dinge machen, um dass damit der Algorithmus ihnen wohlgesonnen ist, also beispielsweise eine spannende Titelwahl, was sowieso ja wichtig ist, ne? Also ein Titel, der so vielleicht noch ein Tick spannender ist als das eigentliche Video, damit die Leute erstmal gezogen werden. Triggerwörter sind natürlich, die in Titeln vorkommen, die der Algorithmus mag. Eine Sache, die man häufig sieht, ist so unvermittelte Einstiege in ein Video, die wirklich Lust machen, weil der Algorithmus einen nicht nur mag, wenn man viele Klicks auf ein Video hat, sondern der guckt auch auf so Sachen wie Watchtime. Das heißt, der guckt auch darauf, wie lange bleiben denn die Leute bei einem Video. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig, damit, und wenn du eine gute Watchtime hast, also wenn der Algorithmus merkt, da sind so ein Video von 5 Minuten und die meisten Leute gucken sich das wirklich 3 bis 4 Minuten an, dann ist die Chance, dass deine Inhalte beim nächsten Mal dann gepusht werden, viel, viel höher. Also es gibt da bestimmte Dinge, die man auch lernen kann. So, ne? Ich glaube, wichtig ist, wenn man einen Kanal aufbauen möchte, also wenn man wirklich das wirklich machen möchte, dann ist es klar, dass man am Anfang mit einer kleinen Reichweite anfängt, logisch. Ne? Man macht das ja in seinem Freundeskreis, wie auch immer. Und über, das hat jeder YouTuber gemacht, die haben dann mit einem Klick angefangen. So. Und dann haben sie aber weiter Content produziert und keiner von denen, also die wenigsten von denen sind über Nacht zum YouTube-Star geworden. Also ich kenne Menschen, so Tomatolix zum Beispiel, der macht seit 2010 YouTube-Videos. Das ist eine jahrelange Arbeit mit viel Dedikation, die teuer ist. Also tatsächlich verdienen die wenigsten YouTuber mit YouTube wirklich ihren Lebensunterhalt, sondern das sind dann ganz viele andere Sachen. Sondern die haben sich das aufgebaut, die haben sich eine Community aufgebaut. Ganz wichtig, wenn man ein Video hochlädt und dann wirklich in Interaktion mit der Community geht, dann ist das auch was der Algorithmus mag. Und dann hat man beim nächsten Video nicht nur im Zweifel ein besseres Video, weil man nämlich auf das Feedback von der Community gehört hat, sondern einfach auch schon mehr Menschen, die dich schon kennen, die dich weiterleiten und weiterteilen. Das ist wirklich ein krasser Prozess. Also dazu Tipps, wie Interaktion im Video auch generiert werden kann, also die Diskussionsgrundlage, weil du hast jetzt ja auch ganz viel erzählt, okay, man kann das in der politischen Bildung einsetzen und dazu gehört ja auch immer die Diskussion. Und das kam jetzt auch lustigerweise auch direkt auch im Chat nochmal, wie kann ich das irgendwie anregen, die Diskussion im Video und eine Diskussion. Also da gibt es natürlich die ganz normalen, also die Tools, die einfach eingesetzt werden, das Gängigste ist vermutlich der Call to Action, also das, was normalerweise am Ende eines Videos passiert, so von wegen, wo dann die Person, die das Video macht, dann fragt, so, was ist eure Meinung dazu? Schreibt uns gerne auch in die Kommentare, was ihr denkt. Das ist so das Gängigste. Also wirklich eine ganz konkrete Aufforderung an die Leute, die das Video sehen, in irgendeiner Weise aktiv zu werden. Das ist nicht schlecht. Schreibt uns einen Kommentar, gebt uns ein Like, zur Interaktion auffordern. Das kann man natürlich auch schon im Video machen. Also man kann innerhalb des Videos sagen, Leute, hey, ich sitze hier gerade und ich rede hier gerade über, wenn euch dazu irgendwas, also was du am Anfang gemacht hast, ne? Du hast gesagt, so, wir sind hier gerade bei der Reihe, wir überlegen gerade digitale Bildung. Wenn ihr Themenvorschläge habt, schreibt uns das gerne. Also es war ja ein Call to Action. So. Und das kann man ja auch total, jetzt kann man in jedem Webvideo machen. Also wirklich eine ganz gezielte Ansprache, die Aufforderung, sich zu beteiligen. Und, das ist dann natürlich wichtig, das dann auch zu bedienen. Also es wirklich auch aufzugreifen. Also das heißt jetzt nicht, dass man jeden Vorschlag, der aus der Community kommt, dann gleich umsetzen muss. Aber ein Feedback zu geben,
vielleicht im nächsten Video zu sagen, hey, jetzt haben wir ganz viele Kommentare von euch bekommen und viele von euch wollten das und das. Das habe ich mal mit aufgenommen. Jetzt mache ich heute ein Video dazu. Also die Community ernst zu nehmen und auch ihnen das Gefühl zu geben, auch wenn auch natürlich in geringer Form, auch irgendwie partizipieren zu können, so, ne? So an Inhalten. Das ist jetzt natürlich schon hochschwellig. Es gibt viele YouTuber, die machen dann trotzdem nur, was sie wollen, aber trotzdem auch die Community ernst nehmen, die Kommentarspalte gut zu moderieren, in der Kommentarspalte auf die Fragen einzugehen und im besten Fall in den Videos selbst diese direkte Ansprache zu machen mit Call to Actions, mit Fragen und die dann weiter zu verarbeiten. Ja, ich meine, das ist ja auch gerade so im Bildungsbereich, also die Frage ist ja, ob man jetzt als politischer Bildner YouTuber wird oder ob man Rebirths einsetzt, ne? Das ist ja, genau, das ist ja auch, glaube ich, hier die Frage von Simone war ja auch, ne, die Frage, was ist, wenn ich nicht die Zielgruppe bin, so. Genau. Genau, also das ist, nee, also klar, es gibt, ich glaube, es gibt natürlich die Idee, wenn man das jetzt gerne machen möchte, dann wird man halt YouTuber, das muss aber gar nicht sein. Ich glaube, man kann ja so viele Dinge machen. Man kann zum einen Webvideos machen, wie gesagt, wenn man die Zielgruppe anspricht, in der Sprache die Zielgruppe versteht und trotzdem authentisch ist, und das zählt jetzt auf die Frage von Simone, also bin ich glaubwürdig, du bist glaubwürdig, wenn du bist, ne? Du bist glaubwürdig, wenn du authentisch bist und dich nicht verstellst, wenn du also nicht anfängst, die krassen irgendwie Jugendwörter zu benutzen, wenn das nicht dein Stil sonst ist, sondern du bist du und du erklärst aus deiner Perspektive vielleicht die Sachen. Aber was ja, du hast ja die Möglichkeit, mit anderen zu diskutieren, deine Zielgruppe einzubinden in das Video. Du hast die Möglichkeit, wenn du schon nicht deine eigene Zielgruppe bist, aber dein Video oder dein Projekt, was du machst, mit der Zielgruppe zumindest vorher zu testen, bevor du es veröffentlichst. Am besten sogar schon in eine Konzeption mit einzubinden, weil dann hast du natürlich die größtmögliche Chance, dass das, was du dann auch machst, irgendwie bei der Zielgruppe ankommt. So, ne? Also das ist, glaube ich, das Wichtigste. Also Stichwort Partizipation sieht ja auch bei der Produktion. Genau, da wäre jetzt auch im Prinzip die Frage, vielleicht bevor wir jetzt nochmal in eine Kleingruppe gehen, nochmal die Frage, wie lang soll denn so ein durchschnittliches Video sein? Ne? Also da gibt es ja auch wirklich Bereiche von 3 Minuten, 5 Minuten, 7, 10, 15, eine Stunde. Ne? Also das ist ja... Also das kann man, ich weiß nicht, ob es dazu irgendwelche, vermutlich gibt es dazu irgendwelche total wissenschaftlichen Untersuchungen, wann die Aufmerksamkeitsspanne irgendwie runter. Also ich glaube, das ist auch total unterschiedlich. Also nur weil Webvideo ein schnelles Medium ist, heißt es, glaube ich, nicht, dass alles immer unter einer Minute sein muss. Also das ist ja auch, da unterschätzt man, also so viel wir darüber reden, die Aufmerksamkeitsspanne von Jugendlichen und so, und die sind alle irgendwie auf dieses schnell, schnell, schnell programmiert. Mhm. Also auch Jugendliche, wenn sie was interessiert, können sich auch mal länger als 10 Minuten mit einem Thema auseinandersetzen. Da bin ich, also ich habe selber einen 9-Jährigen und einen 13-Jährigen und das geht schon so, ne? Also was ich jetzt so ein bisschen, was man weiß, ist, wenn man jetzt nochmal das zurückführt auf den Algorithmus und was der Algorithmus mag, dann geht es halt um die Watchtime, also wie lange wirklich die Leute was sehen. Und dann ist ein Video von eigentlich 8 Minuten eine ganz gute Länge, weil die Chance, dass die Watchtime dann entsprechend vielleicht 3, 4, 5 Minuten ist, so, die ist dann einfach höher, als wenn du ein Video hast, was wirklich wesentlich kürzer ist. Ja. Jetzt gibt es aber, wie gesagt, auch total gute Videos. Also Rezo, das berühmte Video, wir kommen natürlich nicht umher, hier nicht über dieses Video zu sprechen. Das war eine Stunde, die Zerstörung der CO. Und ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele Klicks es hatte. Aber das haben sich ja auch Leute reingezogen. Also, wie gesagt, wenn der Content gut ist, wenn es spannend ist, dann machen die Leute das auch. Aber ich glaube, es geht auch darum, was der Inhalt ist. Ne? Wenn es um eine Info geht, dann sollte das vermutlich kürzer sein. Wenn es eine Diskussion ist mit die Haltung, die Meinung, dann kann das schon auch länger sein. So, also ich würde sagen, 8 bis 10 Minuten ist eine gute Länge, aber ja, wie gesagt, pauschal. Das ist auch aber super. Also nur um was gesagt zu haben, sage ich jetzt 8 bis 10 Minuten.
Also das ist das, ich kann das jetzt sagen, das ist das, was wir bei uns in der Webvideoreihe versuchen. Ja, das ist super. Und das ist total schwer, ich sage euch das gleich, wenn man das produziert und man sieht dieses stundenlange Material, was man da in mühsamer, mit Interviews und so hat. Und es ist mega schwer, das runterzukürzen, weil Kill Your Darlings, man selber findet, ist das so schön und so wichtig. Aber da ist auch voll wichtig, nochmal wirklich dann auch die Zielgruppe drüber schauen zu lassen, zu sagen so, ey, das musst du jetzt wirklich nicht nochmal sagen oder das kannst du jetzt wirklich rausnehmen. Das ist, glaube ich, ein guter Hinweis. Also echt da immer nochmal andere Leute das Material auch nicht kennen, ne? Was ist jetzt wirklich relevant? Auch nochmal überlegen, was kann man vielleicht auch grafisch lösen? Also kann man vielleicht mit einer kurzen Einblendung des Themas schon mal eine Info geben, gute Bauchbinden natürlich, also die Leute gut einführen, dann kann man sich vielleicht auch so ein paar Sekunden hier untersparen. Ja, danke. Wir würden jetzt gerne nochmal in die Breakout-Session gehen mit der Frage, ist es für euch eine Option, Webvideos in der Bildungspraxis einzusetzen und wie würdet ihr das machen? Danach kommen wir nochmal zurück. Es kamen jetzt auch nochmal ein paar technische Fragen und zum Thema Datenschutz, das würden wir uns danach anschauen. Aber deswegen, also ist es für euch eine Option, das einzusetzen als Möglichkeit? Gerne. Okay, ich versuche es kurz zu machen, weil es ist vielleicht etwas unkonventionell. Also ich bin Studierender, jetzt 20 Jahre alt und wir organisieren also als Studiengang eine Zukunftsgesellschaftskonferenz, die jetzt eben im Zuge von Corona auch digital gemacht wird. Und für uns ist jetzt relevant, also jugendpolitische Bildung andersrum zu denken. Also dass wir als junge Menschen die jugendpolitische Bildung machen und wir wollen breitgesellschaftlich Leute erreichen, also eben auch ältere Generationen. Und deshalb wollte ich jetzt mal ganz andersrum fragen, inwiefern sind dann eigentlich Lernvideos, Webvideos auch für ältere Leute relevant, sei es jetzt für Sie und was Ihnen da vielleicht auch wichtig wäre, was da so Kriterien sind, auf die wir auch achten sollten, wenn man es quasi andersrum denkt. Könnte vielleicht als Gedankenexperiment auch ganz spannend sein. Ja, also Webvideos umdrehen quasi. Katrin, hast du? Ja, mega, mega spannend. Macht es auf jeden Fall. Da ist es wieder, ich glaube, bei solchen Sachen, die eine Frage ist die Ansprache, was ist das Ziel? Ne? Also was wollt ihr darstellen in dem Video oder wie ihr als junge Mensch oder könnt ihr als junge Mensch, das hört einem so gut an. Also was ist eure Sicht oder eure Perspektive auf Dinge? Das ist ja was man mit Webvideo total gut machen kann. Dann ist die Frage so, für wen macht ihr das und wo erreicht ihr die Leute? Und da ist wieder die Plattformfrage ganz spannend. Also wenn ihr jetzt Menschen, die meinetwegen in politischer Bildung oder, weiß ich nicht, Pädagogen oder so, dann überlegt vielleicht, dann ist für Instagram vermutlich nicht die richtige Plattform, sondern dann überlegt, ob ihr vielleicht Ausschnitte oder Snippets irgendwie tatsächlich auf Twitter einspielt, so, ne? Oder über Twitter ausspielt, weil das dann eher vielleicht eine Zielgruppe ist, wo dann Pädagogen sich vernetzen. Da ist dann vielleicht doch nochmal Facebook wieder relevant, weil das noch ein Medium ist, womit als soziale Medien losgingen, da sind wir dann so mit groß geworden, irgendwie in den sozialen Medien, weil Facebook dann ja irgendwie doch das größte Netzwerk war. Und genau, und dann ist vielleicht dann TikTok irgendwie nicht relevant, außer ihr sprecht über TikTok und was TikTok kann, so, aber ja, da würde ich auf jeden Fall drüber nachdenken. Also wer genau ist eure Zielgruppe? Es ist in jede Richtung wichtig. Wer ist eure Zielgruppe und wo ist die Zielgruppe? Wichtig, ich finde auch, grandiose Idee, dass junge Leute wieder auf Facebook gehen müssen, um ältere Leute zu erreichen. Ja, das ist natürlich, es ist interessant. So diese ganze Plattformfrage, da sprechen wir dann vielleicht auch wieder von Echoblasen oder Filterblasen und wie können wir die durchdringen. Ich glaube, ein guter Hinweis ist auch, wenn man die Videos oder die Dinge, die man hat, die Inhalte, die man hat, schon auch irgendwo zentral sammelt, sei es vielleicht auf einer eigenen Webseite, um also sich nicht immer so abhängig zu machen von den Plattformen, was ja auch ein Problem ist. Es gibt mittlerweile auch Diskussionen beyond Plattforms, ne? Also was kommt eigentlich nach den Plattformen, wie können wir uns unabhängiger machen? Das heißt, wenn man das macht, also auf einer Website, das sammelt ganz klassisch und dann die Sachen ausspielt, aber auch immer so ein bisschen plattformspezifisch geguckt, was funktioniert denn? Also auf Twitter kannst du dann halt ein kurzes Snippet machen mit einem Link. Auf YouTube spielst du das ganze Video aus. Du hast es dann vielleicht, weil die Frage auch vorhin kam, auf Vimeo eingebunden und so dann wiederum in deine Website eingebunden oder als nativen Content in deine Website eingebunden, also den Video-File direkt in die Website eingebunden, sodass du gar nicht auf irgendwelchen Plattformen bist. Genau, und das wäre jetzt mein Hinweis.
Ja, super, danke. Da kam jetzt ja nochmal ganz viel, auch im Chat nochmal, worüber gesprochen wurde. Also, dass natürlich aus dem Video produzieren ziemlich viel Zeit kostet. Ne? Das ist natürlich auch ein Faktor, den du uns bestimmt gleich nochmal als Tipp mitgeben kannst. Denn wir müssen so ein bisschen wieder auf die Zeit schauen. Es rast immer so. Deswegen würde ich dich jetzt, Katrin, bitten, kannst du uns noch Tipps auf den Weg geben? Und zwar da würde ich jetzt ein bisschen was zusammenfassen, was vorhin auch im Chat kam. Gibt es irgendwas, wo kriege ich zum Beispiel Musik her? Was ist da rechtlich, also welche ist lizenzfrei als Stichwort? Weiteres Stichwort ist, welche Ressourcen muss ich einplanen, wenn ich das machen möchte? Und welche Herausforderungen stellen sich mir dabei? Also man kann natürlich total aufwendig Webvideos produzieren. So machen das viele YouTuber, die dann mit Studio und Kamera und so weiter so. Das muss man aber nicht tun. Also ich glaube, man muss ein Minimum an Qualität in Produktionen haben, sonst kann es der beste Content sein. Wenn das nicht in irgendeiner Weise qualitativ gut aufbereitet ist, dann bringt es auch nichts. Also fast noch wichtiger als das Bild tatsächlich ist der Ton. Bitte, bitte, bitte achtet darauf, dass wenn ihr Interviews macht und braucht ein externes Mikrofon und am besten, wenn ihr draußen seid, mit so einem Puschel, damit der Wind nicht die ganze Zeit. Also das sind wirklich Sachen, da wird man besser drin, das kann man dann auch vielleicht nochmal gegenchecken lassen, aber Ton ist so mega wichtig, nicht nur bei Webvideos, sondern auch, wenn ihr jetzt länger in Zoom-Konferenzen rumhängt, wie wir alle, stellt sicher, dass ihr ein Headset habt, dass ihr da irgendwie die Nebengeräusche minimiert. Das ist wirklich das A und O. Und dann haben wir jetzt gerade in unserer Breakout-Session besprochen, es gibt ja, das ist das Schöne auch an Video und an diesen verschiedenen Plattformen, die Möglichkeit, diese Nähe herzustellen und auch einen Prozess abzubilden. Und dafür braucht man dann wiederum wenig Ressourcen. Das heißt, es ist ja eigentlich, bis auf das man es machen muss, nicht weiter schwierig, eine Insta-Story zu machen über den Aufbau für meine Konferenz oder so und zu sagen, huch, da ist gerade jemand übers Kabel gestolpert oder ein ganz kurzes Snippet, irgendwie ein kurzes Interview mit jemandem zu machen, einen Eindruck zu verschaffen, auch mal hinter die Kulissen schauen zu können. Das muss ja nicht immer alles hochglanzproduziert sein. So, das ist ja eben genau nicht das, was wir wollen, sondern wir wollen eine Nähe herstellen zu den Leuten, die uns schauen. Und da dürfen Fehler passieren und da darf man auch mal sich versprechen. Das ist halt das Charmante irgendwie an diesem Medium. Mhm. Und deswegen, glaube ich, gibt es da wirklich eine große Chance so. Also gerade das so auch so zu nutzen. Ne? Klar, wenn man dann das wiederum dann aufbereitet, dann kann man das ja dann aufwendiger machen, je nachdem, was man für Ressourcen hat. Es kam die Frage auch nach Schnittprogrammen, glaube ich. Genau. Also wenn man jetzt, wir haben ja alle, ich weiß gar nicht, also die meisten von uns haben ja einen ganzen Computer immer bei sich dabei, ne? Also das Handy, in den meisten Handys sind ja mittlerweile irre Kameras und irre Technik drin. Und dann, wenn ihr ein iPhone habt, ist dann iMovie, das, was schon vorinstalliert ist, das ist auch relativ intuitiv als App. Eine gute App, die auch auf Android gut geht, ist KineMaster. Ich glaube, das wurde ja aber auch schon genannt. U-Cut ist noch eine Möglichkeit. Also da kann man aber wirklich ganz einfach auf chip.com oder so, gebt mal ein, was sind gute Videoschnittprogramme. Es gibt da wirklich eine ganze Reihe. Wie gesagt, KineMaster ist so eins, was ich dann nutzen würde. Aber ganz viel kann man in den Geräten an sich auch schon machen. Ne? Also selbst die Kamerafunktion von den meisten Handys hat mittlerweile schon die Möglichkeit, auch dann zu schneiden. So, man muss also gar nicht in irgendeine Wahnsinns-App gehen. Lizenzen, das ist nochmal eine total wichtige Frage. Musik kriegt ihr zum Beispiel, ich habe sie in den Link rein, bensound.com, da gibt es lizenzfreie Musik zum Downloaden. Da gibt es auch, so könnt ihr filtern, irgendwie nach cineastischer und dramatischer Musik. Ich kann vielleicht im Nachgang, wenn ihr den Talk auf eure Website stellen, da kann ich nochmal 2, 3 gute Links rausfinden. Ja, super. Also es gibt da einige gute Sachen, wo man das lizenzfrei nutzen kann. Fotos, Videomaterial, Pixabay ist da eine gute Webseite. Google an sich hat in der erweiterten Suche auch immer auch die Möglichkeit, nach lizenzfreien Materialien zu suchen. Das geht also auch. Sounds kriegt ihr gut auf Hörbuch, die Links, also da habe ich Linklisten, die kann ich einfach schicken.
Genau, die schick uns gerne. Das ist total klasse. Dann können wir damit weiterarbeiten. Vielen lieben Dank, dass du da mit uns so teilst. Und damit muss ich leider auch so langsam schon zum Schluss kommen. Ganz, ganz herzlichen Dank, Katrin, dass du dir die Zeit genommen hast und so viel mit uns geteilt hast. Ich finde, es ist schon, also es ist total großartig, so offen das einfach mit uns zu teilen. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank fürs Mitmachen und Teilen. Davon lebt das Format auch. Was jetzt als nächstes in der nächsten Woche kommt, dazu sagt jetzt nochmal kurz Ole was. Genau, und ihr findet die Info auch schon im Chat, habe ich euch reingeschrieben. Wir freuen uns auf ein Gespräch mit Aladin Elmar Falani, den wahrscheinlich viele von euch auch kennen, als Autor des Buches Integrationsparadox und Mythos Bildung. Und wir wollen sprechen über digitale Bildung und Ungleichheit. Und das Ganze zugleich auch als Session beim Online-Barcamp anbieten, Barcamp politische Bildung. Das heißt, wer ein Barcamp online ausprobieren möchte, kann das gut miteinander kombinieren und den Link haben wir euch auch in den Chat geschrieben.